Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Wir sind auf Antigua, bin ich da jetzt richtig? Ich glaube schon, Antigua, und also das Nest, wie soll man sagen, die Herrschaftsinsel der Piraten, wie soll man sagen, jedenfalls wo halt Admiral Alvarez residiert. Und ich wollte nur schauen, ob das ein wichtiger Kerl ist, aber es ist nur ein einfacher Pirat. Und ja, hier ist der Teufel los, beziehungsweise die Schatten sind hier los und haben einige bekannte Leute schon ermordet, die wir noch aus Risen 2 kennen. Unter anderem auch die gute Scarlet, das Herzstück dieser Insel, die das Herzstück dieser Insel war, die uns immer mit Rat und Tat zur Seite stand. Ja, die gute Frau ist gestorben. Sie wurde ermordet, ist bereits begraben worden. Ah, schade, schade um die gute Frau. Wir werden mal in der Kneipe hier reinschauen, was es hier Neues gibt. Edward. Und was ist das bei euch? Ah, lass mich raten. Eure Familie ist im Krieg verschollen und ihr seid nur rein zufällig und völlig zu Unrecht hier in diesem Dreck gelandet. Was sagt er? Er hält uns offenbar für Landstreicher. Ach so. Naja, ich vergaß. Ihr seid natürlich fast verhungert. Nur ein paar Münzen und euch wäre schon geholfen, richtig? Redest du mit mir, du Großmaul? Boah, Goldmünzen kann ich immer brauchen. Ja, sicher. Goldmünzen kann ich immer gebrauchen. Nun, in dem Fall muss ich euch leider enttäuschen. Ich bin gerade vor 3 Tagen gänzlich ausgeraubt worden. Ach, sowas. Große Worte. So, und nun würde ich euch gerne von hinten sehen. Und wer hat dir den Schädel verbeult, boah? Etwas genervt, der feine Herr. Keine Lust zu plaudern? Ja? Keine Lust zu plaudern? Ich sehe schon, ich muss es wohl deutlicher formulieren, dass man mich hier versteht. Ich möchte in Ruhe mein Bier trinken und mich nicht mit dahergelaufenen Vagabunden unterhalten. Verstanden? Vagabunden? Was seid ihr denn sonst? Nicht provozieren lassen. Was habt ihr geleistet, dass es sich für mich lohnt, mit euch zu reden? Ich bin von den Toten wieder auferstanden. Ich kann es mit mehreren Höllenhunden gleichzeitig aufnehmen. Ich bin der letzte große Piratenkapitän der Südsee. Ich muss dir nichts beweisen. Von den Toten wieder auferstanden. Ich bin von den Toten wieder auferstanden. So, so. Von den Toten, ja. Das klingt sehr glaubwürdig. Das unterscheidet euch natürlich immens von den anderen Großmäulern hier. Jo. Aber meinetwegen, ihr habt mich angesprochen, also was kann ich für euch tun? Du gehörst wohl nicht zu den Piraten hier? Du gehörst wohl nicht zu den Piraten hier. Natürlich habe ich mit dem gemeinen Volk auf dieser dreckigen Insel nichts zu schaffen. Mhm. Was willst du dann hier? Ich suche meine Bestimmung. Aha. Schon klar, dass ihr das nicht versteht, aber ich kann das nicht besser in Worte fassen. Der Ruf des Schicksals führte mich auf diese Insel. Und ihm muss ich folgen. Das kenne ich. Ach komm, du siehst nicht so aus, als würdest du an sowas glauben. Na, das kenne ich. Das kenne ich. Du versuchst nur deinem Schicksal zu folgen. Du hast es ständig mit irgendwelchen Maulhelden zu tun, die keine Ahnung haben, wer du bist und dich grundlos beleidigen. Jetzt habt ihr mich neugierig gemacht. Wer sagt ihr, seid ihr noch gleich? Ich bin jemand, der sich gegen das Schattenreich auflehnt. Ja, ja. Wenn ihr so gut seid, dann beweist es. Ich bin auf der Suche nach jemandem, der anpacken kann, anstatt nur zu reden. Wenn du zu jedem hier so freundlich bist, wundert es mich nicht, dass du noch niemanden gefunden hast. Ja. Also, was hast du vor? Die Höllenhunde in der Stadt sind nur die Vorboten einer größeren Bedrohung, die nicht auf dem Seeweg hierher kommen wird. Man munkelt, eine Horde dämonisch anmutender Krieger sollen sich der Stadt von Norden aus dem Hinterland nähern. Ich will diese Krieger sehen und prüfen, ob sie tatsächlich so dämonisch sind, wie behauptet wird. Fühlt ihr euch der Herausforderung gewachsen, mich zu begleiten? Dämonen aufmischen im Hinterland? Ich bin dabei. Das Hinterland ist groß. Wohin genau willst du? Ja? Das Hinterland ist groß. Wohin genau willst du? Erst einmal zum Rand der Stadt. Von da aus werde ich mir überlegen, wie es weitergeht. Dämonen aufmischen im Hinterland? Ich bin dabei. Dämonen aufmischen im Hinterland? Ich bin dabei. Was sagst du dazu? Meinetwegen, bevor ich in diesem Nest verrotte.
Ich weiß nicht, wie es da um euch bestellt ist, aber ich bin nicht gerade zimperlich, müsst ihr wissen. Ich bin einfach immer direkt hinter dir. Ja, genau das befürchte ich. Dann geh du vor, ich folge dir. Dann geh du vor, ich folge dir. Gut, aber lasst mich nicht auf euch warten. Auf geht's. Komm. Okay. Also, dann werden wir das speichern. Da. Ja. Junge, wir kriegen was zu tun. Ja. Bei dem Kerl habe ich ein ziemlich mieses Gefühl. Servus. Grüß Sehr Gott. Gut. Das beruhigt mich. So. Dann gehen wir mal schnell weiter mit dem Kerl. Da bin ich jetzt gespannt, ob das eine Falle ist. Dem einen da oben können wir seine Habseligkeiten ein bisschen später bringen, halt. Eine Markebeere. Das eilt jetzt nicht so. Komm, lass uns weitergehen. Ja, ich komm schon. Ich denke, ab hier wird es gefährlich. Ja. Abwarten. Habt ihr Angst? Nein. Fragt wer? Ja, ja, schon gut. Ich will nur sicher gehen, dass ihr nicht beim ersten harten Kampf die Flucht ergreift. Niemals. Lass die Sprüche. Geh lieber weiter. Gut. Bleibt dicht hinter mir. Jawohl. Folge Edward. Na dann. Zieht man mal das Schwertelein, ne? Ich krieg meine Waffe was zu tun. Ein dämonischer Krieger. Ein Scherge. Der Unterwelt. Der Schatten. So. Vielleicht sollten wir Edward helfen. Ich will nur den da zuerst umschmeißen. Au. Ja. Passt. Wow, er hat ihn umgebracht. Nett. Sehr gut. So. Au. 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 Okay, ich war zu langsam. Ich hab gedacht, das geht gleich nach Haus. Verdammte Schatten! Jawohl, der hat gesessen. So. Ich hoffe, den bringen wir um. So. Jawohl. Das war gut. Das war gut, gut, gut. Ah, au. Gleich haben wir. Jawohl. Das war's mit dir, du Mistvieh. Das war's mit dir, du Mistvieh. Jawohl. Ein klassischer Gothic-Spruch. So. Sehr, sehr schön. Da fühlt man sich gleich zu Hause. Ich gehe voran. Ja, bitte. Da ist gar nicht verkehrt, ne? Lass uns weitergehen. Ja. Du rennst aber zurück. Hier wird es langsam ungemütlich. Ja, das ist nicht mehr das Antigua, das ich kenne. Nein. Jemand hat hier ganze Arbeit geleistet. Ja. Die Schatten. Das schwarze Land breitet sich immer weiter aus. Kommt, das sehen wir uns genauer an. Folgt mir. Jawohl. Da war jetzt nur der Scherge. Komm, lass uns weitergehen. Ich übersehe was zum Looten. Ich gehe voran. Ja. Oh, ich habe zu spät. Ich wollte noch rechtzeitig speichern. Noch so ein Schatten wie. Ja. Drei sogar. Und ein Hund. Vor uns. Du darfst auch kämpfen. Wir müssen uns beeilen, weil sonst da wird uns der Hund hier gleich anfangen. Und ist schon soweit. Ja, ja. Ist schon soweit. Oh Gott. Ja. Wow. Weg, runter von mir, du Saufich. Au. 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 Jawohl. Die Töle ist gleich erledigt. Sehr gut. Jetzt ist noch der Scherge dran. Ein Schergen haben wir schon erledigt. Das ist sehr gut. Schnell plätten. Sehr gut. Da fehlt nur noch einer. Danke fürs Heilen. So. So. Jawohl. Immer fester drauf. Jawohl. Scheiß Schatten. So muss das ausschauen. Jawohl. Sehr, sehr gut. Da heben wir die Schattenwaffen auf. Die sind ja auch ein bisschen was wert.
Gut. So. Komm, lass uns weitergehen. Jawohl, dann werden wir das speichern. Und ich werde ein bisschen Proviant zu mir nehmen. Bei allen Geistern. Ja. Es ist viel schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Und das ist erst der Anfang. Die dämonischen Krieger sind erledigt. Du hast recht. Die Insel wird in der Tat von einer größeren Bedrohung heimgesucht. Ich hab's doch gewusst. Das Schwarze Land scheint ganz allmählich die ganze Insel zu verschlingen. Ja, und ich werde es aufhalten. Alleine? Aha, und wie genau willst du das anstellen? Keiner kleiner Anfall von Größenwahn, Borna. Wie willst du das anstellen? Aha. Und wie genau willst du das anstellen? Das soll nicht weiter eure Sorge sein. Ich habe gesehen, was ich sehen wollte und muss nun handeln. Ich werde nach Kalador gehen. Die Dämonenjäger dort werden wissen, was zu tun ist. Hm. Vielen Dank für was auch immer. Aber nun muss ich alleine weiter. Gehabt euch wohl. Servus. Was denn? Keine Bezahlung? Wie? Jetzt gehst du einfach? Wie? Jetzt gehst du einfach? Was habt ihr erwartet? Eine Freundschaft fürs Leben? Langsam, Freundchen. So einfach kommst du mir nicht davon. Wir haben hier noch einen Job zu erledigen. Ich bin fertig mit Antigua. Ich will endlich in meine Heimat. Meine Vorfahren kommen aus Kalador, aber ich selbst war niemals dort. Ich will die Wurzeln meines Geschlechts kennenlernen und sie in ihrer Sache unterstützen. Aber dazu bräuchte ich ein Schiff, um dorthin zu gelangen. Ich habe ein Schiff. Ich habe ein Schiff. Tatsächlich? Naja, es ist nur eine alte Schaluppe, aber immerhin ist sie hochseetauglich. Und zuverlässig. Bisher hat sie mich nie im Stich gelassen. Was würde mich die Überfahrt nach Kalador denn kosten? 100 Goldstücke, 1000 Goldstücke? Boah, nichts, wenn du mir hier und da mal aushilfst. Ja, das würde mich freuen. Nichts, wenn du mir hier und da mal aushilfst. Gut. Dann zeigt mir euer prächtiges cool. Schiff. Eine Bedingung habe ich noch. Was denn noch? Lass die dämliche Anrede. Ich komme mir vor wie eine Hofschranze aus Caldera. Ich denke, das lässt sich einrichten. Gut. Mein Kahn liegt hier im Hafen vor Anker. Wenn du ablegst, werde ich an Bord sein, Kapitän. Yes. Nice, nice. Da oben wird was für uns wachsen, oder? Na, es war nur so ein Schmetterling. Ich sollte das vielleicht nicht machen, aber ich wollte mich nur kurz mal umschauen. Aha, bei uns rennt gleich irgendwo hin. Okay. Fingerblatt. Da ist was vergraben. Mhm. Ich glaube, den Höllenhund da oben müssen wir noch plätten. Sonst können wir hier, glaube ich, nicht arbeiten. Oder vielleicht doch, schauen wir. So, greifen wir mal das aus. Tada. Tada, tada, tada. Und. Oh, ruck. Was haben wir denn da? Der Schatz des glücklichen Piraten. Gold, Pokal, zerstörter Brustpanzer. Klingen sicher plus 10. Er hat den Besitzer sicher das Leben gerettet. Okay. Wie nice. Das darf ich jetzt anziehen eigentlich, ne? Inventar, Ausrüstung, Körper, guter Kapitänsmantel. Also ist nur ein Schatz, oder was? Hä? Kopf? Beine? Was ist das? Ohrring? Matrosenring hätte ich da. Amulett? Ring? Das ist nichts zum Anziehen, das ist dann einfach nur Piratenbüchse. Das ist dann einfach nur. Wow, die ist halt schon stark, ne? Was braucht die eigentlich? Bolzen? Ich habe keine Bolzen, oder? Habe ich Bolzen? Benutzbar? Blunder. Ich glaube, ich habe keine Bolzen, aber die machen wir jetzt mal auf. Geht doch, geht doch. Bolzen habe ich, glaube ich, keine. Nur Kugeln und Schrott, ne? Ja.
kann ich derweil diese Waffe nicht tragen. Dann nehmen wir die Pistole weiterhin. War das jetzt einfach nur ein Schatz? Oder ist das ein benutzbarer Gegenstand? Dieses Drum. Für nix. Vielleicht ist es wirklich nur ein Schatz für so eine Quest, ne? Gut. Dann bin ich gerade am Überlegen, ob wir da oben noch bis zum Eingang der Höhle uns draufkämpfen sollen. Können wir mal probieren. Vielleicht gibt es noch was für uns. Hundi! Hundi! Verdammte Schatten! Ja, ja. So, der ist mal erledigt, glaube ich. Jawohl. Jetzt kommt der andere Köter dran. Sehr gut. Das hätten wir schon mal. Dann könnte ich ein bisschen Proviant essen. Nom, 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 nom. So, dann können wir hier noch ein Stück raufschauen. Vielleicht finden wir auch einen Teleporter an. Oder vielleicht irgendwelche Gegenstände. Vielleicht noch ein Kraut oder so. Da wäre mal ein Goldklee. Was haben wir denn da unten? Den Tod. Sollte man aufpassen. Ui. Gottes Willen. Jetzt habe ich mich gerade voll erschrocken. Danke, Bones. Ich wollte nämlich jetzt das Erz haben. Geil, da ist Erz. Ich will Erz haben. Alter, au, au, au. Jawohl, das hat gesessen. Sauber. So, das will ich haben. Eine Goldader ist das. Schaut so trüb aus, dass man nicht richtig weiß, was es ist, ne? Dang. Passt. Ich werde das wieder speichern. Ich weiß, ich speichere es sehr oft und sehr viel, aber ihr wisst ja, wie ungeschickt ich sein kann. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich frecke, ist recht hoch. So. Die können wir öffnen. Das ist super. Klappt das so? Jetzt aber. Super. Eine Schattenklinge, die wir eh schon besitzen. Das ist gut. Können wir die verkaufen. Proviant ein bisschen. Kugeln und Gold. Perfekt. Alles, was wir brauchen können. Ich bin aber sehr, sehr froh, dass wir... Oi, davon ist ein T-Mond, glaube ich. Mit T. Und Umlaut E. Oha. Ich glaube, jetzt wäre der Punkt, wo man sagt, man dreht lieber um, ne? Wir könnten noch da oben probieren, diese Schergen auszuschalten. Aber mit dem T, mit dem Dämon sollten wir uns vielleicht nicht anlegen. Das könnte... Das ist ein Magierkrüppel. Nein, das ist ein normaler Scherge, ne? Ja, dann hau drauf. Alter. Schlage ich ein paar Schädel ein. So, muss das auch schon. So. Perfekt. Vielleicht gerade konzentriert, Entschuldigung. Jetzt müssen wir schnell die Schattenwaffe mitnehmen. So, wo ist der andere? Zack. Zack. Ah, muss ich selber mal heilen, ja? Oder hat er recht? Oder hat er mich geheilt? Egal. Nein, ich glaube sich selbst. Perfekt. Wo ist deine Waffe? Da ist sie. Ein Geisterpilz. Es war jetzt sehr gut, dass wir das gemacht haben. Weil vielleicht ist hier irgendwas versteckt. Ja. Eine Höhle haben wir schon mal da. Oh weia. Ich mir eine Mütze. Oh weia. Ich glaube, das ist der Höhleneingang hier. Au. Scheiße. Na, warte, Freundchen. Jawohl. Au.
Au. Den Grogshaufen. Und drauf. Jawohl. Und der zweite Scherge. Ja, jetzt wird's dunkel, mal Höhle und so. Ja. Immer fester drauf. Arsch. Und rotes Mistding. Passt. Erledigt. Schattenwaffe, Schattenwaffe. Die erinnern mich ein bisschen an die Echsenmenschen. Da hat man auch nur die Waffe damals bekommen von denen. Jetzt wieder zum Speichern, glaube ich. Vielleicht traue ich mich auch draußen doch diesen Dämon zu besiegen. Wir werden es sehen. Was ist denn das hier? Verdammte Schatten! Den Geisterfilz wollte ich aufheben. Zack. Haha, das ist nicht geglückt, du Trottel. So, immer feste drauf. Ich hoffe, dass uns hier nicht irgendwas Böses dann noch auflauert. So, zum Glück sind die nicht stark gepanzert. Damit sind einige Schläge auch noch wirkungsvoll. So, die geben auch schön 100 Ruf. Also Ruhm. So. Ruhm und Ehre. Aha, da drüben haben wir schon das Portal. Die Höhle hier ist neu. An die kann ich mich nicht erinnern. Na? Wenn man das hier so sieht, wünscht man sich fast, man würde auf der anderen Seite kämpfen. Ja. Dass die einfach so aus dem Nichts, ne? Eine Höhle bauen können, ist schon beachtlich. Na, bitte fall mit da jetzt nicht runter. Geh mal ein bisschen weg. Das wäre nämlich ungut, da kriegt der Frau. Da kriegt deine Waffe nämlich nicht. Ups. Jawohl. Jetzt wird er runterfallen, ne? Oh, Glück gehabt. Schattenwaffe bleibt hier, wegen Goldwert und so, ne? Ja. Bisschen heilen. Jagestein. Nice. Ich dachte mir, schau mal da beim Wasserfall, ne? Vielleicht ist ja was Interessantes hier. Baumwürger. Okay, ich glaube, das speichere ich nochmal, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde bald da runterstürzen. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Zack. Au, ich war zu langsam. Au, viel zu langsam. Jawohl. Au. Au. So, aber jetzt voll keine drauf. Zack. 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 Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Boah. Der ist erledigt. Alter. Ui, daneben. So, immer feste drauf. Jetzt aber. Ui. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. So, geht ja. So, schön die Waffen einsammeln. Hier war auch eine normalerweise. Wo sind die hin? Hat seine Waffe verloren. Nein. Scheiße. Ist weg. Da ist sonst nichts mehr, ne? Nein. Verdammt, wo ist jetzt seine Waffe? Habe ich die jetzt aufgehoben, unbewusst schon? Oder ist die jetzt weg? Keine Ahnung. Auf jeden Fall mal speichern. Das war sehr, sehr gut. Ja, bitte. Und dann schau mal, darf ich da jetzt schon rein? Halt. Kristallportal. Nein. Ich vermute mal, da müssen wir zuerst die Kristallmagier aufsuchen. Also die Magier, ne? Dass wir dann wahrscheinlich was lernen, dass wir diese Portale nutzen dürfen. Also es wird schon eine Weile dauern, bis wir hier mal sowas treten können. Ne? Aber wir haben jetzt mal alles ausgerottet, das war mir sehr wichtig. Jetzt haben wir ein paar Items bekommen, die wir verkaufen können. Und was noch wichtig ist, Erfahrungspunkte haben wir auch bekommen. So. Jetzt könnte ich mich eigentlich wegporten, ne? In die Stadt zurück. Ist, glaube ich, vernünftiger. Geht schneller. So, die Stadt. Also hier. Ja, bitte. So, perfekt. Die Quest haben wir erledigt. Jetzt könnten wir eigentlich versuchen. Jetzt
können wir eigentlich versuchen, die Sachen für den einen Typen zu sammeln, ne? Eine Ratte haben wir hier, da faucht ja mal irgendwas. Ich denke mal, da ist ein Mistviech, ne? Als ich das letzte Mal hier war, war das Lagerhaus noch intakt. Ja. Könnte daran liegen, dass die Stadt von Höllenhunden überrannt worden ist. Das ist doch kein Grund, sein Lagerhaus abzufackeln. Idioten. Mann, Flintstruhe. Da haben wir ja was. Apfelfusel, Goldkristall. Nicht das, was wir suchen. Oder doch, magische Kristalle im Lagerhaus. Passt das so? Ich dachte, da wäre so ein... Da wäre was anderes. Habe ich mich vertan, dann passt das doch scheinbar. Also mir wäre jetzt ein Wasserfass, wäre mir jetzt echt lieb. Ich will nicht immer pennen. Und die müssen da scheinbar noch rein, weil da knurrt irgendwas. Das heißt, da müssten Höllenhunde sein. Der Brunnen ist zu, ist eh klar. Gibt es hier irgendwo ein Wasserfass für uns, bitte? Auf jeden Fall mal ein Goldklee. Ich glaube, da vorne war eh eins, ne? Hier irgendwo. Da ist es, ja. Dann trinken wir mal. Auf euer Wohl. Prost. So. Sehr gut. Dann. WTF? Okay. Da, was zum Teufel? Alter. Alter. Ja, danke fürs Heilen, aber jetzt so langsam wird das ein bisschen ungut. Was ist mit dir? Bist du rauschig? Alter, stirb jetzt mal. Geht ja. Ja. Wirklich wahr. Was geht denn da ab? Geht's dir gut? Kann ich das mitnehmen? Der hängt da. Ich raub hier mal alles aus. Dann ist er außer Gefecht. Wer? Von Kristallmagie verstehe ich nichts. Ah. Apfel. Lol. So, da haben wir noch ein paar Äpfel. Passt. Jetzt gehen wir ihn retten. Na du? Alles gut. Danke. Du hast mich befreit. Okay. Ich dachte schon, ich müsste hier ewig versauern. Wie hast du mich befreien können? Keine Ahnung. Gut möglich, dass meine Begegnung mit dem Schattenlord an der Krabbenküste etwas damit zu tun hat. Ein Schattenlord? Es gibt also noch Schlimmeres als die Schergen? Du machst dir kein Bild. Okay, ich will das gar nicht so genau wissen. Kennst du einen Piraten namens Griffith? Kennst du einen Piraten namens Griffith? Ja, der ist vor kurzem hier gewesen. Hat seine Klamotten gegen ein paar Goldmünzen eingetauscht. Aber ich sag dir, das Zeug riecht so streng, das lockt mir nur die Ratten an. Tu mir also einen Gefallen und schaff das Zeug hier raus. Sieh dich im ersten Stock des Lagerhauses um. Da liegt es gut verschnürt als Paket. Da muss ich mal rauf. Warum hat man dich hier festgehalten? Was weiß ich. Fragen konnte ich schlecht. Die Schergen haben mich einfach überwältigt. Und ehe ich mich versah, war ich gefangen. Aber immerhin haben sie mich am Leben gelassen. Aber was ist mit meinen Waren? Erzähl mir mehr darüber. Erzähl mir mehr über dich. Naja, wenn ich nicht gerade gefangen bin, leite ich das Lagerhaus. Ich habe den Posten erst seit kurzem. Kein Plan, was mit meinem Vorgänger passiert ist. Also, wenn du etwas brauchst, bin ich dein Mann. Ein Händler in der Nähe zu wissen, ist immer gut. Lagermeister. Stelle ich mir ziemlich öde vor. Ich habe früher mal als Schweinehirte gearbeitet. Du stinkst wie ein Oger. Und die Huren nehmen dich auch nicht mit aufs Zimmer. Ja. Dann lieber doch Kisten verwalten. Ja. Du sagst es.
Deine Höllenhunde im Lagerhaus sind Geschichte. Deine Höllenhunde im Lagerhaus sind Geschichte. Das nenne ich mal eine gute Nachricht. Da hab ich auch was für dich. Im Obergeschoss des Lagerhauses ist eine alte, schrammelige Truhe. Da sind ein paar schöne Kristalle drin. Irgend so ein alter Kerl. Seinen Namen habe ich schon wieder vergessen. Behauptete mal, sie seien magisch. Aha. Ja, aha. Ja, das ist wahrscheinlich Quatsch. Aber hey, es sind immerhin schöne Kristalle. Nimm sie dir ruhig. Du kannst damit sicher mehr anfangen als ich. Hab ich schon. Vielen Dank. Tatsächlich? Na dann, viel Spaß damit. Wo hast du denn das besondere Zeug? Quinn schickt mich, er sagte, du wärst im Besitz eines Erbstücks. Das. Wo hast du denn das besondere Zeug? Ich habe zwar keine Ahnung, wovon du sprichst, aber warte mal. Als ich den Schuppen hier übernommen habe, lag da so ein Kästchen in einer verstaubten Ecke. Bin noch nicht dazu gekommen, es zu öffnen. Von mir aus kannst du es haben. Viel Spaß damit. Danke. Quinn schickt mich. Quinn schickt mich. Er sagt, du wärst im Besitz eines Erbstückes. Ich, nein, also... Hör mich erstmal an. Du machst einen großen Fehler. Nein, und jetzt drückt das Stück raus. Hier hast du etwas Gold. Gib mir das Schwertstück. Na gut, dann mal raus mit der Sprache. Na gut, dann mal raus mit der Sprache. Ja, genau. Quinn und ich sind beide im Besitz eines Schwertstückes. Er will jetzt das ganze Teil für sich. Und wenn du es ihm bringst, haut er dich garantiert übers Ohr. Bring mir lieber sein Schwertstück und ich entlohne dich angemessen. Was sagst du? Vergiss es, warum sollte ich dir mehr trauen als ihm? Abgemacht, es muss sich aber auch lohnen. Ja? Abgemacht. Ich probier's mal. Es muss sich aber auch lohnen. Ich stehe zu meinem Wort. Bin ja nicht so wie mein Bruder. Okay. Das geht. Dann zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Das machen wir kein schnell. Problem. Warte, irgendwas? Bombe? Was? Okay. Eine mit Pulver gefüllte Eisenkugel mit kurzer Lunte explodiert nach einiger Zeit und verursacht Flächenschaden. Wie cool. Piratenbüchse, doppelläufig Schrotpistole, grünes Kopftuch. Aha, das sind schon wieder zum schöner Ausschauen sozusagen. Silberteller. Müsst ihr echt alle mitnehmen? Weil wenn ein Schwert auch verbessern und das dann teuer verkaufen, unter Anführungszeichen, muss ich erst nachrechnen, ob sich das lohnt. Egal. Ich danke dir. Also dann. Tschüssi. Ich würde sagen, wir rennen nochmal schnell rauf und holen uns dieses Teil, was er gemeint hat. Und dann werden wir den Part beenden. Ich glaube, das ist okay so. Haben wir zwar wieder mal ein bisschen Überlänge, aber ist ja wurscht, es gibt hier immer so viel zu tun. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. So. Mit Schwung. Jetzt schauen wir mal. Irgendeine Ecke hat er gemeint. Da ist nichts. Ich habe nicht alle Ecken durchgeschaut, muss ich ganz ehrlich gestehen. Hier ist nur eine Ratte. Ein gut verschnürtes Päckchen. Beim Leben, also da ist irgendwie nichts. Hä? Haben wir das jetzt etwa schon? Weil ich habe jetzt nichts von einem Bäckchen gelesen. Ganz ehrlich. Müssen wir da hoch? Gehen täte es. Und jetzt? Nö, da ist nichts. Glaube ich. Schaut zumindest so aus, als wenn nichts wäre. Das ist jetzt mal komisch. Meint er nicht hier, dass da ein Päckchen wäre? Oder habe ich das jetzt echt schon unbewusst aufgehoben? Warte mal. Antigua. Erblast, Nachricht, Piratenproblem. Schweres Paket. Sollte schon da sein, im ersten Stock.
Vielleicht bin ich doof, ich weiß es nicht. Bett. Muss ich da irgendwie anders ran? Muss ich aufs Dach? Oder gab es da noch einen anderen? Das ist nicht der erste Stock, sondern der zweite, wo ich jetzt gerade bin. Und dass ich hier drin noch irgendwie raufkomme. Ach, das muss ich gleich beim nächsten Part schauen. Am Fenster kann ich nicht rein. Das ist jetzt gerade komisch. Ah ja, tatsächlich, da oben ist noch irgendwas, glaube ich. Da müsste ich irgendwie rauf. Ich glaube, das ist das Problem beim nächsten Mal, was wir hier haben. Na gut, ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!